Im Jahr 1735 löste der große Mathematiker Leonhard Euler ein Problem, das er aus der Zeitung der ostpreußischen Stadt Königsberg hatte, nämlich als Rätsel dort, nämlich das sogenannte Königsberger Brückenproblem. Und das Problem war wie folgt beschrieben: Ein Spaziergänger sollte die vier Stadtteile von Königsberg, die durch Brücken geteilt waren, jeweils mit einem Spaziergang durchschreiten und dabei jede Brücke genau einmal betreten. Und die Frage war, geht das? Und jetzt muss man sich schauen, wie Königsberg ausgesehen hat. Königsberg zur damaligen Zeit bestand aus Norden, Süden, mitten einer Insel und einem östlichen Teil. Und wir haben unten zwei Brücken, oben zwei Brücken, eine in der Mitte und jeweils eine Brücke hier. Also insgesamt sieben Brücken. Und die Leute versuchten das, mal von hier, hier rüber zu gehen, hier wieder, nach da, nach dort und plötzlich, da kam man schon nicht weiter. Und Leonhard Euler zeigte, dass dieses Problem überhaupt nicht lösbar ist. Wie hat er das gemacht? Ne? Erstmal kann man sich Königsberg in dieser Weise schematisch darstellen. Also hier hat man den inneren Teil, den Süden, den Norden und den Osten und hier sind die sieben Brücken, jeweils mit Zahlen durchnummeriert. Und mathematisch macht man jetzt eins, man schrumpft jeweils die einzelnen Stadtteile zu einem Punkt und indem man das tut, sehen wir das hier, können wir danach in Rot Linien ziehen. Und diese nennt man Graphen. Und was ist jetzt die Aufgabe? Nun, die Aufgabe ist es, das sind die Kanten eines Graphs, das nennt man die Ecken, jeden Kanten eines Graphen genau einmal zu durchlaufen und dabei komplett durch den gesamten Graph zu gehen. Und die Frage ist, geht das? Und das Spannende, was Leonhard Euler gemacht hat, also erstmal, man kann jetzt hier sich nochmal den Graph zu dem eigentlich schrumpfen, was es ist. Und jetzt ist die Frage, kann man eine solche Figur mit einem Strich zeichnen? Und um das festzustellen, muss man eins tun. Man muss an jede dieser Knoten des Graphen die Anzahl schreiben, wie viele Kanten an dieser Stelle zusammenstoßen. Also wir sehen das hier. Hier stoßen drei Kanten zusammen, hier drei und dort fünf. Und das sind die relevanten Zahlen. Warum sind die relevant? Überlegen wir mal, wie man etwas mit einem Strich zeichnet. Na, wenn ich mit einem Strich male, dann mache ich doch immer eins. Ich komme irgendwie mit dem Stift an, gehe zu meiner Ecke und gehe wieder raus, wenn ich das ohne Absätze mache. Das heißt, immer wenn ich einmal durchzeichne, habe ich die Anzahl der Kanten in dieser Ecke um zwei erhöht. Das heißt, zum Beispiel hier wäre ich dreimal mit meinem Stift durchgekommen. Am Anfang und am Endpunkt kann ich noch ein einzelnes Mal hingehen oder weggehen haben. Aber ganz klar ist, wenn ich eine geschlossene Linie habe, dann muss bei allen Ecken nur eine gerade Anzahl von Kanten zusammenstoßen. Und am Anfang und Endpunkt vielleicht nicht identisch sind, dann sind maximal zwei Ungerade möglich. Naja, und jetzt gucken wir uns damit noch einmal das Königsberger Brückenproblem an. Hier haben wir sogar vier ungerade Zahlen dastehen. Das heißt, das Ganze ist chancenlos. Wie könnte man, oder welche Brücken müsste man bauen? Wenn man zum Beispiel diese beiden Stadtteile verbinden würde, dann hätte man hier 4 und 4 und die beiden nochmal, dann hätte man 4 und 6. Dann würde es entsprechend gehen. Oder wenn ich hier zum Beispiel 1 weglasse, dann habe ich schon mal hier jeweils 1 weniger und hier die nochmal weglasse, die zwei Brücken, dann würde es auch gehen. Ja. Und man kann sich das auch sehr schön heute überlegen, indem man sich fragt, welche Figuren kann man malen. Hier habe ich zwei, das ist so das berühmte Haus vom Nikolaus und hier habe ich ein Fünfeck mit allen Diagonalen. Und hier sieht man sofort, das Fünfeck, das ist mit einem Zug zu malen und sogar das Anfangs- und Endpunkt identisch sind. Fangen wir zum Beispiel hier unten an, wir gehen einmal außen rum und dann gehen wir hier durch die Diagonalen durch und sind wieder am gleichen Punkt. Das funktioniert. Beim Haus vom Nikolaus wird es funktionieren, aber da müssen wir in einer der ungeraden Ecken anfangen und werden in der anderen ungeraden Ecke aufhören. Also so rum kann ich das machen und würde dann so an dieser Stelle gehen. Das würde entsprechend gehen. Und solche Wege nennt man im Übrigen in Graphen sogenannte Eulersche Wege. Und mit diesem Satz von Euler hat er ein ganz neues, modernes Gebiet der Mathematik begonnen.